Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Exe, eure Tierfluencer! Hey, yo, Leute! Was geht? Heute beobachten wir mal einen Vogel, der den Eindruck erweckt, dass er nicht ganz sauber ist. Ja, Mann, es geht um den Schmutzfink. Bitte nicht verwechseln mit dem Dreckspatz. Der ist nämlich eher süß und klein und nicht so ekelig. Hey, jetzt aber mal Real Talk. Den meisten Schmutzfinken geht's echt dreckig. Keiner mag sie, niemand will sie zu Hause haben und sie müssen sich einiges anhören. Dabei sollten die Leute lieber mal vor ihrer eigenen Tür kehren. Diesem komischen Vogel wird aber auch zu Recht ein flatterhaftes Wesen unterstellt. Korrekt! Wenn der Schmutzfink sich aus dem Staub gemacht hat, trifft man übrigens meistens noch auf ein anderes, eher unangenehmes Tierchen. Und zwar die Sauerei. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.